Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23, Create My Team hier bei Heisenberg zockt. Ja, da sehen wir Ossi mit einem Dreierpack gegen Leipzig, genau. Wir haben auswärts 4:0 gewonnen im DFB-Pokal Halbfinale. Wir stehen also im Finale, sehr schön. Heise FC in exzellenter Form, würde ich so vielleicht sogar sagen, ja stimmt. Jetzt haben wir dann Bundesliga gegen Leverkusen. Wo haben wir die denn? Es sind noch 4 Spieltage. Ja, und wir haben immer noch 7 Punkte Vorsprung. Leverkusen. Habe ich sie überblättert oder sind sie tatsächlich so weit unten? Ne, ich habe sie überblättert. Irgendwo, oder spielen die gar nicht mehr in der obersten Liga? Doch. Oh, Vierter. Okay, gleich viele Punkte wie Dortmund. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja gut, dann müssen wir wohl oder übel mit dem stärksten Team antreten. Ich möchte mal ganz schnell hier hin. Champions League. Eieiei, gegen Real Madrid. Uiuiui, okay. das ist das, was ist es? Das, oh Gott, was ist das? Das Viertelfinale? Das, ja, müsste das, jetzt muss ich gerade überlegen. Aus der K.O.-Gruppe raus, ist glaube ich das Achtelfinale, müsste das das Viertelfinale sein. Ei, das ist natürlich happig. Weil ich wollte jetzt eigentlich mit der stärksten Mannschaft antreten gegen Leverkusen, wenn die Vierter sind. Auf der anderen Seite, wenn wir dann natürlich das Madrid-Spiel haben. Okay, das wird relativ heftig. Was ist wichtiger? Mir ist die Meisterschaft wichtiger. Die Champions League haben wir schon mal gewonnen. Können wir denn heute, wenn nachher noch 3 Spiele sind, wenn wir heute gewinnen und die Bayern verlieren, dann sind wir durch, dann sind wir Meister. Dann haben wir 77, dann haben wir 10 Punkte Vorsprung. Es sind dann noch 3 Spiele, da gibt es maximal 9 Punkte. Ja gut, aber wir können natürlich nicht beeinflussen, was die Bayern spielen. Aber wir müssen das Ding einfach gewinnen, das ist ganz klar. Da gibt es keine Diskussion. Wir haben noch Post und zwar Wettbewerb. Da haben wir nochmal 2 Millionen gekriegt für den Finaleinzug im DFB-Pokal. Das ist schon mal sehr schön. Dann haben wir einen Trainingstag. Auch noch, wenn wir doch sonst schon irgendwie alle müde sind. Gut, ich hoffe, die haben sich jetzt nicht vorausgehabt. Gehen wir weiter, dann kommen wir wahrscheinlich ins Spiel rein. Jawohl, da haben wir sogar noch eine Pressekonferenz. Die nehmen wir natürlich wie immer mit. Weil man sieht, die Moral ist immer ein bisschen weiter unten. Wenn man dann die Pressekonferenz nicht macht, fehlt einem genau, ja, die Moral halt. Glauben Sie noch an die Meisterschaft? Ja, mit 7 Punkten Vorsprung vermutlich schon. wir kämpfen bis zum Schluss, das ist eh klar. Könnte Bayer Leverkusen gegen ihre Mannschaft gewinnen? Das sind schon Fragen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber unsere Siegchancen stehen wie immer gut, würde ich auch sagen. Heute kommt es im Spiel zum Spitzenduell. Jawohl, das ist so. Wer wird sich durchsetzen? Wir werden siegen. Ich mache hier mal einen auf Selbstvertrauen, damit die Mannschaft vielleicht auch ein bisschen davon profitiert. So, jetzt die Trikots. Rot gegen Rot, würde ich vermuten. ja, irgendwann hast du es raus. Tatsächlich Rot gegen Rot. Bei heiterem Wetter. Okay, gut. Also, wir müssen das ändern, beziehungsweise... Ja, Leverkusen ist natürlich eigentlich normalerweise rot, aber wir halt auch. Deswegen machen wir die Leverkusener weiß. Dann können wir uns auch, ja, unterscheiden auf dem Platz. Teammanagement. Oh, da haben wir doch. Ei, guck mal. Und da müssen die nachher noch in der Champions League ran. Eieiei, wir könnten Frimpong. Aber der ist halt auch müde. Ich hätte jetzt Frimpong für Molero auf den Flügel genommen. Und dann den Herrn Bianchi in die Verteidigung. Wen brauchen wir dringender? Wir haben gesagt, wir setzen auf die Meisterschaft. Also unsere beiden Flügel sind beide im Eimer. Stark, Kari haben wir hier noch. Wir haben, ja, das ist schwierig. Sollen wir Frimpong wenigstens schon? Ich schone mal den Herrn Frimpong und bringe den Herrn Bianchi. Und Molero und Stojanov müssen auf die Zähne beißen. Ist natürlich blöd, dass der Herr Gittens immer noch verletzt ist. Das ist halt ein Käse. Aber okay, da können wir nichts machen. Wenn er verletzt ist, ist er verletzt. Er ist ein bisschen verletzungsanfällig, würde ich sogar behaupten. Weil er war ja, ja, ein paar Wochen davor war er auch tatsächlich, ja, verletzt halt. So, Ossi kommt an mit dem schönen Bus. Die Gelle fährt. Er hat auch das Schiff unter sich natürlich für die Formel 1 Rennen. Und hier fährt der Bus, der Herr Gelle. Ein zuverlässiger Busfahrer. So, ein seltenes Bild. Ja, die Sonne scheint. Eben alles unter Gedenkpark. Proppenvoll das Stadion vermutlich. Ja, was heißt vermutlich? Bei diesem Spitzenkampf Erster gegen Vierter. Es wäre merkwürdig, wenn es nicht so wäre. Schlotti, Sommer, dann Upa wahrscheinlich. Dahinter, wer ist denn der junge Mann? Das ist der hier. Wer ist das denn? Sag mal, wüsste ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Ein großer, starker Mann, immerhin. Gut, lasst uns reingehen.
Ziel Sieg logischerweise. Wir spielen von links nach rechts in roten Trikots. Mit eigentlich der stärksten Mannschaft, die wir haben. Wenn man irgendwie, oh schön von Heisi. Wenn man mal irgendwie von Dingens absieht, von Bianchi, der aber tatsächlich auch stark ist. Ja, da kommt er nicht durch, aber hinten ist halt, oder wie soll ich sagen, da kommt halt eh keiner. Jetzt musst du da mal spielen, sonst ist die Kugel dann weg. Gut gemacht. Ah, stark raus auf dem Flügel. Oh, aber abseits. Ja, ich habe es fast vermutet. Stojanov ist das. Ich glaube, der große Mann da, den wir gerade hatten, das müsste eigentlich Stojanov gewesen sein. So, macht mal hier Verteidigung. Ja, gut gemacht, die Verteidigung. Oh, ja, faul. Schiri, ach, come on. Also, der geht ja voll auf den Mann. Müssen wir aufpassen. Oh, come on, da komme ich einen Schritt zu spät. Im Ernst jetzt. Durch, Upa, durch. Das Ding gedonnert. Ja, das fängt ja hervorragend an. Hm. Wie ging das denn? Da war doch noch ein Fuß von Upa im Weg, oder nicht? Hier rennt halt irgendwie Bianchi dran vorbei. Schlotti oder wer es war auch. Ja, ja, wie sieht schon? Ich möchte mal von hinten noch gucken. Ja, nee, da hat halt Upa genau den Fuß nicht und Jan Sommer hat da keine Chance aus der Distanz. Ei, was für ein schlechter Anfang. Naja, müssen wir korrigieren, ganz klar. Das wollte ich gar nicht, hab's trotzdem gemacht. Ja, gut. Auch gut. Auf den Flügel raus. Ich versuche es tatsächlich mal mit einer Flanke. Ja, es klappt halt einfach nie. Warum versuche ich es überhaupt? Immer mal wieder versuche ich es. Ja, es geht nicht. Man sieht es. Also ja, alle 10 Jahre mal bei jedem 10. Versuch geht. Das ist genau das Problem. Oh, da wird der Ball geklaut. Ja, falsch antizipiert. Upa geht drauf. Oh, geh du drauf. Oh, nö. Was ist denn heute los? 2:0 für Leverkusen. Ja, die spielen stark und wir spielen irgendwie schwach. Aber das liegt doch nicht an unseren Flügelspielern, die irgendwie schwach unterwegs sind, behaupte ich. Also die müde sind. Der Rest der Mannschaft ist ja doch noch halbwegs fit. Ah je, yeah, das ist ja ganz bitter. So, jetzt mal was Vernünftiges machen. Gut auf Heisi. Jawohl, der geht nochmal über den Flügel. Auch gut gemacht. Nochmal rüber und... Jawohl, immerhin der Anschlusstreffer durch Ossi. Schön reingekugelt. Ja, das wäre jetzt auch gewesen. Also irgendwie hat sich gerade der was nun rund auch angefühlt. Aber das hat auch damit zu tun, dass die Leverkusener tatsächlich Druck aufgesetzt haben. Die sind wohl hierher gereist, um Pressing zu spielen. Und das machen sie auch. Ja, da sind die Leute natürlich dann plötzlich wieder zufrieden. Schön gemacht hier von Molero. Reise rüber zu Ossi. Und Ossi hat ein bisschen Glück, dass der Torwart den Ball halt selber noch reinhängt. Oder haut, ja, mit der Ferse. Da hätte er natürlich eher in die Ecke runter den Ball schieben sollen. Aber okay, ist ja Wurst, weil drin ist drin. 2:1, es ist was los. Das ist ja auch im Sinne der Zuschauer. Ist sicher nicht langweilig. Ossi wollte da eigentlich angreifen, hat er dann aber irgendwie doch nicht gemacht. Gut von Bianchi. Oh, da flirrt Thuram den Ball. Holt ihn aber zurück mit einer Grätsche. Ja, das war doch kein... Ja, das war halt doch ein Foul. Also wenn es da sogar eine gelbe gibt. Hm. Ja, aber geht schon auf den Ball. Er trifft halt... wahrscheinlich den Gegner. So, nicht ungefährlich natürlich das Ganze. Aha, interessant. Komm, da muss ich doch rankommen. Oh, da muss ich Jan Sommer wieder anstrengen. Schuss aus nächster Nähe. Ja, gefällt mir nicht. Wir spielen schwach. Also, wir müssen dran denken, dass das... Es geht um die Meisterschaft, Jungs. Da muss man auch mal irgendwie, wenn es weh tut... Jawohl, Molero geht mit gutem Beispiel voran. Klärt zur Ecke. Aber das bringt nichts, wenn wir hier hinten Ecken verteidigen müssen. Aber wir machen es wenigstens. Haben wir die Kugel? Ja, war gut. Weiter gespitzt. Oder gespitzelt. Zu Stojanov. Auch stark. Ja, da geht er gut durch. Oh, da passt dann aber doch noch einer auf. Was denn? Foul? Oh, Foul von uns. Tatsächlich. Ja, da bringt halt Rutschen gar nichts, wenn wir so weit außen sind. Oh, wieder dran vorbeigerannt. Ja, den haben wir, den Ball. Birindelli.
Macht er gut. Auch gut. Jawohl, Opa. Ebenfalls stark. Oh, da passt aber allen Ernstes einer auf. Jetzt nicht rüber passen. Oh, da ist ja ein Sommer dran. Ja, zum Glück konnten wir da mit unseren Verteidigern noch was machen. Der Ball ist noch gut. Aber wir verlieren den Ball schon wieder. Wo gibt's denn sowas? Da komme ich noch nicht ran. Mm. Jetzt mache ich schon wieder Geräusche. Wechseln? Nein. Lassen wir. Hey, sind die stark, diese Leverkusener. Oh, Kopfball. Wieder Jan Sommer dran. Er hat den Ball zum Glück. Irgendwie im Nachfassen. Das gibt's doch nicht. Ich kann keine Drehung machen, ohne dass der Ball flöten geht. Stojanov. Hinten rum. Oh, was ist das für ein Pass? Das war natürlich jetzt einfach ganz schlecht. Geht ruf. Da komme ich auch nicht ran. Da komme ich auch nicht ran. Und dann macht er das 3 zu 1. Gott, ist das schlecht verteidigt. Ich laufe hier irgendwie regelmäßig an den Leuten vorbei. Was ist denn heute los? Eine krumme Kucke? Also ich verstehe es gerade selber nicht. Hey, jetzt haben wir wieder aufgeholt. Jetzt machen wir uns das wieder kaputt. Kann doch nicht wahr sein. Jawohl, gut gemacht. Jetzt aufpassen. Oh, da kommt Stojanov dann doch nicht durch. Es war nicht gut gemacht. Geht rauf. Ja, da ist Pause. Ja, 3 zu 1 hinten. Das gefällt natürlich den Zuschauern nicht. Das gefällt mir nicht. Eieiei. Gut, wir haben natürlich, wie soll ich sagen, auch wenn wir jetzt hier verlieren, ja schon. Aber, nee. Molero ist hundemüde. Wisst ihr was, da bringen wir Frimpong. So, der ist zwar auch nicht ganz wach, aber besser als so. Thuram mit der gelben Karte sollte nicht mehr rutschen und jetzt brauchen wir 3 Tore. Wir wollen das Ding gewinnen. Mach mal, macht ihr mal... Oh, nicht da heiß, umschubsen. Macht ihr mal ein bisschen Druck. Irgendwie Thuram ist irgendwie auch... Ich krieg den Thuram irgendwie nicht so richtig hin. Ah, hat auch nicht geklappt. Mein Gott, wir sind doch so defensiv so stark. Ui, ja, da macht der Kollege dann einfach mal, was er machen muss. Wir verlieren wieder das Kopfballduell. Und die Kugeln hier. Oh, geht drauf. Oh, ja, ja, wir kommen völlig unter die Räder. Wo gibt's denn sowas? Ja, Heisi denkt wahrscheinlich auch gerade. Bin ich hier im falschen Film? Ja, irgendwie schon. Also ich fühle mich zumindest gerade so. So, Konzentration. Oh gut, das hat jetzt mal geklappt. Frimpong ist da halt einfach wirklich extrem schnell. Man sieht's. Zieht in die Mitte. Gut zurückgelegt. Oh, und Ossi dann muss ein paar Schritte zurückgehen. Wir waren da zu nah auf dem Torhüter. Das ging nicht. Ja, wir brauchen dringend ein Tor. Wenn wir nachher nochmal eins machen wollen. Ossi. Ja, zu wenig Kraft. Kein schlechter Kopfball, trotzdem zu wenig Kraft dahinter. Wir müssen mal eine frühe Balleroberung haben. Ja, das ist halt einfach ein Klären. Auch wichtig, aber die Balleroberung wäre wichtig, dass wir mal irgendwie auch mal irgendwie einen Konter fahren könnten. Da stehen sich zwei im Weg. Ja, aber da passt ja ein Sommer auf. So, jetzt komm, volle Pulle. Oh, schlecht. Gut gemacht, gut gelöst. Zu Beginn war es schlecht. Was ist das für ein Pass? Es gelingt halt einfach nichts. Manchmal gibt es so Tage, da funktioniert gar nichts. So einen Tag haben wir irgendwie gerade. Ja, gut von Schlotti, der dazu macht. Ist doch hier noch Morales. Nee, lassen wir. Uns läuft langsam die Zeit davon. So, komm jetzt Ball holen und dann... Oh! Was für eine Riesenchance. Da drescht einfach einer noch den Ball übers Tor. Ui, das war die Chance zum 4 zu 1. Aber da war noch irgendwas im Weg von uns. Sonst gäbe es keine Ecke. Habe ich so gar nicht gesehen. Oh, gut, Frimpong. Ja, und muss ihn dann doch wieder raushauen. Sonst hätte der Gegner den Ball dann doch noch bekommen. Oh. Ja, habt ihr das gesehen? Das ist doch nicht Leverkusen. Was haben sie denn mit denen gemacht? Heiliges bisschen. Kann es sein, dass das Spiel will, dass wir das Ding verlieren? Also irgendwie, das war ja Weltklasse. Guck mal, zack, 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 boing. Ja, also das ist ja,
Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, wie stark die sind. Ist das vielleicht, weil es gegen Ende Saison hingeht? Ja, gut gemacht. Steuern auf den Platz. Ja, und dann so ein schlechter Pass. Ich wollte zurücklegen. Oh, es ist so. Also wenn, ja, ich habe schon gesagt, wenn es nicht läuft, läuft es halt irgendwie gar nicht. Ossi, komm. Ossi gewinnt nicht mal ein Dribbling. Hei, ei, ei, ei. Und Herr Thuram wieder am Ball vorbei. Im Prinzip, der hat immer noch die Kugel, aber jetzt hat Thuram tatsächlich zugeschlagen. Sehr gut. Ja, Frimpong nutzt sein Tempo. Macht auch. Geht da komplett durch. Gut auf Heisi. Oh, der hätte noch zu Ossi rüberschieben sollen. Dann hätte es geklingelt. Aber langsam habe ich das Gefühl, es zeichnet sich eine Niederlage ab. Es steht 4 zu 1, allen Ernstes. Oh, Ossi nochmal mit dem starken Kopfball. Also das hat er schon drauf. Aber da war halt der Torhüter wieder dran. Da sehen wir es nochmal. Schöne Ecke. Ossi steigt höher und... Ja, guter Torwart. Leider auch noch zu allem Elend. Das war zu nah auf dem Torwart, das ist eine sichere Beute. Heieiei. Okay, das hatten wir schon lange nicht mehr, dass wir wirklich irgendwie ja, 4-1 hinten liegen. Kann halt auch mal passieren. Aber ich sag nochmal, guck mal, wie die Kugeln. Also was haben die gefressen, dass die plötzlich so stark sind? Da kommt dann wieder meiner nicht ran. Ja, gut. So, und jetzt wir mal kontern, bitte. Oh, Stojanov mit dem nächsten Fehlpass. Oh, es ist ja, guck mal, das ist doch nicht Leverkusen. Das ist doch irre wie die Kugeln. Das ist ja Barcelona früher. Guter Ball. Jawohl, stark auf Thuram. Jawohl, dann macht er wenigstens das 2 zu 4 noch. Heieiei, aber ändert natürlich wahrscheinlich nichts an der Niederlage. Aber ein schöner Pass in die Tiefe tatsächlich. Also das muss man sagen. Von wem kam der? Ja, das sehen wir leider nicht mehr. Und Thuram, klar, das lässt er sich dann auch nicht nehmen. Wir haben zu wenige solche Situationen gehabt. So zwingende, behaupte ich mal. Und dass wir 4 Gegentore kriegen, ist natürlich jetzt auch in dem Sinn nicht alltäglich, behaupte ich mal. Also das ist eigentlich das Gegenteil von alltäglich. Das ist aber Käse. So, das Spiel ist eigentlich zu Ende, wenn ich das richtig gesehen habe. Da können wir nochmal schnell was machen. Oh gut, da geht der Kollege wieder durch. Oh, schade, wenn der Ball ankommt. Ja, jetzt ist es vorbei. Ja, es ist tatsächlich passiert. 2 zu 4 verloren. Die Zuschauer natürlich traurig. 6 Tore, aber irgendwie falsch verteilt. Ja, da wird gehadert. Stojanov unzufrieden, alle unzufrieden, ganz klar. Also die Leverkusen natürlich zufrieden. Ja, wenn die Bayern jetzt gewonnen haben, ihr ahnt es, richtig, dann sind es noch 4 Punkte Vorsprung. Das sind natürlich immer noch 4 Punkte Vorsprung. Das ist ganz. Haben wir nicht die Bayern eh noch? Oh, das gibt am Schluss, gibt das noch ein richtiges Finale. Ich dachte, wir hätten die Bayern sowieso auch noch. Eins der letzten 3 Spiele in dem Fall, das ist gegen die Bayern, allen Ernstes. Hui, das gibt dann ein grandes Finale. Das ist ganz klar. So, zeig mal Bayern. Seht ihr sie irgendwo? Nö. Nö, sehe ich nicht. Naja, gut. Also 4 Punkte haben wir immer noch Vorsprung. Aber jetzt wird's. Ihr müsst mal überlegen, wenn wir noch gegen die Bayern spielen und gegen die verlieren, haben wir noch 1 Punkt Vorsprung. Ja, also so durch. Hier, wie wir gedacht haben, sind wir noch nicht. Jetzt haben wir als nächstes erstmal noch UEFA Champions League gegen Real Madrid. Das ist natürlich auch wieder ein Brocken. Heieiei. Naja, gut. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch trotzdem gefallen. Wir können nicht immer gewinnen. Das haben wir jetzt gerade wieder mal festgestellt. Danke fürs Zusehen. Bis auf euch zum nächsten Mal. Tschüss.